Leute, es gibt neue Informationen zum Release von XDefiant. Mark Rubin, der Entwickler von XDefiant, hat sich zu Wort gemeldet und beruhigt ein bisschen die Gemüter, vielleicht nicht zu 100% der Zufriedenheit. Stand jetzt heißt es immer noch Sommer 2023. Das heißt, spätestens am 23. September sollte es soweit sein. Aber die Information bzw. die Hoffnung war bei vielen da, dass XDefiant geshadowdropped wird, also quasi einfach so released wird, ohne dass jemand davon Wind mitbekommt. Einfach zack auf den Knopf drücken und das Spiel ist online. Es heißt wohl laut einem Tweet von Mark Rubin, dass auf jeden Fall eine Ankündigung stattfinden wird, sodass jeder rechtzeitig das Spiel preloaden kann und nicht aus heiterem Himmel von dem Spielrelease überrascht wird und so auch den Hype des Spiels mitnehmen kann und sofort starten kann. Das heißt, wir werden sicherlich so 2, 3, 4, 5 Tage, vielleicht auch ein bisschen länger vor Release informiert. Dann gibt es einen Preload. Alle können rechtzeitig den Preload starten, sodass, wenn wir auf einmal eine spontan Release-Aktion hätten, dass wir vielleicht einige, keine Ahnung, wie groß die Datei von XDefiant vielleicht sein wird. Manche haben vielleicht eine Bambusleitung, brauchen wahrscheinlich 24 Stunden, übertrieben gesagt, um dieses Spiel runterzuladen. Manche können das innerhalb von ein paar Minuten runterladen, sodass keinem einen großen Nachteil entsteht, wenn der Release dann final da ist. Achtung, ganz wichtig, ich halte euch auf jeden Fall wie immer auf dem Laufenden. In den letzten Tagen kamen einige XDefiant Videos mehr von mir raus und es wird in den nächsten Tagen noch einiges an exklusiven Gameplay geben, 6 an der Zahl. Da seht ihr alle Fraktionen nochmal, die zum Release erhältlich sein werden, außer eine, die wir erstmal freischalten müssen. Deswegen gibt es davon noch kein Gameplay, das dürfte die Fraktion Dev6 sein. Also lasst euch einfach mal überraschen, würde mich auf jeden Fall noch freuen. Und es gibt auch aktuell schon ein Leak über einen neuen Modus, der wahrscheinlich in Season 1 kommt. Schaut mal 1, 2, 3 Videos zurück oder ich verlinke es euch einfach hier, damit ihr das auch nicht verpasst. Wisst auf jeden Fall Bescheid. Das war's von mir. Bis zum nächsten Mal und rein. Ciao.